Guten Morgen. Wir hatten am Montag aufgehört mit dem Versuch, dass wir Ihnen gezeigt hatten, dass wenn man Wasserstoff und Sauerstoff in der mit dem Wasserstoffbrenner, wenn man das verbrennt, kontrolliert und dann die Brennerflamme auf Eis legt, dann hatten wir gesehen, dass sich zumindest ein kleiner Teil Wasserstoffperoxid gebildet hat. Und diesen Wasserstoffperoxid, da hatten wir zwei Nachweisreaktionen kennengelernt. Einmal über die Oxidation von Jodid zu elementarem Jod und einmal die Nachweisreaktion, die deutlich spezifischere Nachweisreaktion mit dem Titanyloxid, der nämlich diesen Side-on-Peroxokomplex gebildet hatte. Damit hatten wir aufgehört. Was ich Ihnen allerdings noch zeigen wollte, war ein Energiediagramm, und zwar das Energiediagramm, was jetzt diese ganzen Produktmischungen angeht. Also wenn wir jetzt hier uns mal anschauen, wie sowas aussieht, ich zeichne es mal hier hin, die andere Tafel brauche ich noch. Also wenn wir jetzt halt hier mal eine Energieachse auftragen, und wir hatten ja kennengelernt, oder beziehungsweise wir hatten gesagt, das wurde von der UPAC so definiert, dass Elemente die Energie null bekommen, weil wir können keine absoluten Energien bestimmen, sondern nur relative. Und folglich bekommen jetzt die Elemente Wasserstoff und Sauerstoff die Energie null. Die sind jetzt genau hier. Ja, ja, vielleicht ein bisschen ungeschickt, dass ich das jetzt durchgestrichen habe. Auf jeden Fall, die haben jetzt hier die Energie null. Und jetzt, wenn Sie sich an das Reaktionsprofil anschauen, also hier auf der Y-Achse, wie gesagt, die Energie, und auf der X-Achse haben wir die sogenannte Reaktionskoordinate. Reaktionskoordinate, in Wirklichkeit sind es eigentlich multidimensionale Hyperflächen, die da gebildet werden, aber wir können ja hier nicht das Ganze abbilden im Zweidimensionalen. Also unter Reaktionskoordinate müssen Sie sich schlussendlich den Verlauf vorstellen, Reaktionskoordinate, also es geht schlussendlich um die Umorientierung der Atome und Moleküle. Ja? Es müssen Bindungen gebrochen werden, es werden neue Bindungen geknüpft und das stellt man sich unter Reaktionskoordinate vor. Und jetzt haben wir ja gesehen, an der Hand der Knallgasreaktion, also vielleicht geht die ein bisschen weiter, dass hier das Wasser ganz unten war und dass es auch das thermodynamische Gleichgewicht ist. Ja? Also wenn wir jetzt hier H2 und O2 verbrennen, dann können Sie sich erinnern, man musste erstmal eine Aktivierungsenergie, das heißt, der Graph ging erstmal hoch und dann ging es erstmal so runter. So, jetzt haben wir Ihnen aber allerdings gezeigt, dass wenn man nämlich Wasserstoff und Sauerstoff so verbrennt, dass man das dann an der Flamme noch abkühlt, dann konnten wir eine sogenannte metastabile Verbindung, nämlich Wasserstoffperoxid, abgreifen. Ja? H2O2, Wasserstoffperoxid. Also sprich, wenn man jetzt das Reaktionsdiagramm sozusagen vervollständigen will, dann sieht es eigentlich so aus, dass wir erstmal hier ein Energieminimum haben, weil H2 und O2, die liegen schon mal in einem Energieminimum. Also sprich, wenn man die jetzt trennen wollte, dann musste man Energie anwenden, deswegen würde es hier wieder hochgehen. Ja. Dann hatten wir eine Aktivierungsenergie, war nötig, ja. Das war die Aktivierungsenergie, die wir kennengelernt haben. Die kann man zum Beispiel über das Zünden mit dem Feuerzeug, was wir Ihnen demonstriert haben, oder aber man kann diese Aktivierungsenergie senken, indem man zum Beispiel Platinas Best verwendet. Diese zwei Möglichkeiten hatten wir Ihnen gezeigt. Und jetzt ist es so, dass Wasserstoffperoxid sozusagen hier nochmal so eine lokale Mulde bildet und erst, ansonsten würde sich das gar nicht erst bilden können, und dann haben wir noch eine weitere Aktivierungsenergie. Und so sieht schlussendlich der Reaktionsverlauf aus. Ja? Das Ganze ist jetzt natürlich nur grob qualitativ. Es geht jetzt nicht darum, dass Sie das jetzt genau abmessen. Und wie gesagt, im Detail, also in der Realität, sind es eigentlich Hyperflächen, also mehrdimensionale Hyperflächen, weil wir da sehr, sehr viele Parameter haben. Wir können das also im Zweidimensionalen und Dreidimensionalen gar nicht richtig abbilden. Aber so müssen Sie sich das schlussendlich vorstellen, dass wir jetzt hier, wenn wir H2 und O2, also aus den Elementen heraus, die Verbrennung machen zu Wasser, dann haben wir schon eine, ja, das ist, wenn Sie sich das hier mal nochmal anschauen, das ist die Standardbildungsenthalpie. Wenn ich jetzt mal hier verlängere, also das Ganze soll parallel sein, auch wenn ich das jetzt nicht so schön hinkriege, dann haben wir hier genau die Delta H
Bildung unter Standardbedingungen. Ja, das ist genau die Standardbildungsenthalpie für die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff. Und genau jetzt hier in der Mitte, wenn wir das ganze System allerdings abkühlen, also oder vielleicht so rum angefangen, wenn wir diese Reaktion relativ schnell machen, also so wie bei der Knallgasprobe, dann reagiert es quasi schlagartig hier von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser. Es geht quasi schlagartig hier über. Wenn wir jetzt allerdings die Temperatur, indem wir diesen Trick angewendet haben, auf Eis abkühlen oder auf Eistemperatur so weit abkühlen, dann können wir zumindest ein paar Teilchen, das sind jetzt nicht viele, das ist jetzt keine quantitative Umsetzung, ja, also das sind nur ein paar Teilchen, die hier sozusagen abgefangen werden und die können wir hier sozusagen stabilisieren in diesem sogenannten metastabilen Zustand. Ja, und genau, das war schlussendlich, das soll dieses Energiediagramm Ihnen verdeutlichen. Ja, gut, also wir werden dann noch auf die Disproportionierung eingehen, weil das, was Sie hier sehen, das werden wir heute noch machen, hoffe ich. Also Sie sehen hier, wir beginnen mit einer einzigen Oxidationsstufe und Sie sehen hier, also des Sauerstoffs, ja, der Sauerstoff hat hier die Oxidationsstufe minus 1, hier hat er minus 2 und hier hat er 0. Folglich handelt es sich hier um eine Disproportionierung. Das ist eine Reaktion, die, wie Sie hier sehen, unter, als Zwischenschritt zwei Hydroxylradikale zur Folge hat. Und diese Hydroxylradikale, die sind vor allem in biologischen Systemen auch deswegen wichtig, weil sich das zum Teil auch bildet oder beziehungsweise weil biologisch aktiv diese Hydroxylradikale unterdrückt werden müssen, zumindest deren Bildung. Okay, dann wollen Ihnen wir ein weiteres Experiment heute zeigen, und zwar kann nämlich Wasserstoffperoxid kann nicht nur die Reaktion eingehen, die Sie bisher gelernt haben, sondern es kann nämlich auch als Oxidationsmittel wirken. Und zwar das, was wir Ihnen jetzt zeigen, wir werden nämlich Bleisulfid, das ist ein fester, oder beziehungsweise das ist ein Stoff, der nicht in Wasser löslich ist, und den werden wir herstellen aus Bleinitrat. Bleinitrat, das ist eine Lösung, die haben wir, genau, das ist Bleinitrat jetzt, ne? Ja. Ja, genau. Also Bleinitrat, Sie sehen, das ist eine farblose Lösung, die verdünnen wir jetzt erstmal. Also es ist die wässrige Lösung und jetzt geben wir Schwefelwasserstoff. Jetzt geben wir Schwefelwasserstoff und Schwefelwasserstoff, das kennen Sie vielleicht oder haben Sie vielleicht schon mal gehört, das ist nämlich ein Duftstoff und zwar das ist der Duftstoff von faulen Eiern. Und das, was Sie jetzt hier schlagartig gesehen haben, sobald wir nämlich Bleinitratlösung, die wässrige Bleinitratlösung plus Schwefelwasserstoff hinzugegeben haben, haben wir jetzt plötzlich eine Suspension erhalten. Das sehen Sie, erkennen Sie daran, dass es hier, das riecht jetzt auch gut nach faulen Eiern hier. Also das, was wir, ich schreibe mal kurz die Reaktionsgleichung, wir haben Bleinitrat, also ist ein zweiwertiges Kation und zwei Nitrate. Nitrat ist ein einwertiges Anion. Und diese sind gelöst. Wir haben also Pb2+ plus zwei Nitrate. Und jetzt kann man mit diesen Bleikationen, wenn wir die mit Schwefelwasserstoff, also Schwefelwasserstoff ist eigentlich H2S, aber wir haben Gleichgewichte gemäß der Protolyse in Wasser zu. Das sind alles gekoppelte Gleichgewichte, die in Wasser passieren. Also sprich, das ist H2S, das ist der Duftstoff, aber in Wasser dissoziiert er zu HS- Hydrogensulfid- plus H+ und Sulfid 2- plus H+ entsprechend. Ja, das kann, oder wegen mir auch hier 2H+. Ja, dann kann das hier so dissoziieren und dadurch kommt dieses Sulfid hier zustande. Und diese Verbindung wiederum, also das Bleisulfid, das ist schwer löslich. Wir haben also PbS, das fällt mehr oder weniger voluminös aus. Genau, kann man auch als Feststoff isolieren. Das, was wir jetzt machen, wir geben jetzt Wasserstoffperoxid zu der Lösung dazu, nachdem wir sie vielleicht kurz erst verdünnen, glaube ich. Ne? Muss man nicht mal? Okay, dann geben wir jetzt Wasserstoffperoxid. Und Sie sehen, was passiert, die Lösung entfärbt sich. Ja?
durch die Zugabe einer Wasserstoffperoxidlösung. Was ist jetzt also hier passiert? Es ist genau das passiert, was Sie hier oben sehen. Also dieser Feststoff, der hier schwarz ist, ja, das PBS, ich schreibe es mal dazu, das ist schwarz. Und jetzt ist es so, dass Wasserstoffperoxid nämlich in der Lage ist, seine Sauerstoffe oder beziehungsweise, ja, was heißt seine Sauerstoffe, also eine oxidierende Wirkung zu entfalten. Und zwar gemäß der Gleichung, die da steht, in Bleisulfat plus Wasser entsteht dabei. Also sprich, das Wasserstoffperoxid ist jetzt oxidierend und der Grund, wieso das Ganze jetzt wieder farblos erscheint, ist die Tatsache, dass jetzt Bleisulfat, ich mache das mal hier, weil das steht nicht auf der Folie, das ist jetzt wiederum löslich, das ist die intrinsische Eigenschaft von Bleisulfat im Vergleich zu Bleisulfid, dass es in Wasser löslich ist, also sprich in Pb2 plus Sulfat dissoziiert. So, und das macht sich dadurch bemerkbar, dass wir hier eine klare Lösung beobachten. Naja, die ist ein bisschen milchig vielleicht, aber das sollte mit der Zeit dann eigentlich mehr oder weniger klar werden. Genau, also Sie sehen, dass jetzt der Wasserstoffperoxid in der Lage ist, als Oxidationsmittel zu fungieren. Und darauf basierend ist nämlich auch die Funktion von Wasserstoffperoxid als Bleichmittel. Das kennen Sie vielleicht... Kann man wegmachen. Ja, ja. Das kennen Sie als Bleichmittel in der Abwasserbehandlung, wird tatsächlich auch so verwendet. Neben Ozon- und UV-Behandlung haben wir jetzt also hier eine weitere Möglichkeit, wie man oxidierend auf Abwässer zum Beispiel einwirken kann. Dann eine weitere Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit, mit der wir Chemie mit Wasserstoffperoxid machen können, das sehen Sie hier, und zwar Wasserstoffperoxid kann nämlich auch als Reduktionsmittel fungieren und das wollen wir Ihnen jetzt gleich als nächsten Versuch zeigen. Und zwar kann Wasserstoff nicht nur oxidierend wirken, übrigens, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen eigentlich, aber ich hoffe, Sie sehen, was hier oxidiert wird, ne? Sieht es? Ich hoffe, das hat jetzt jeder gesehen, was tatsächlich oxidiert wurde. Und zwar, also Oxidationsstufen kommen jetzt gleich, es kommt noch hoffentlich in der heutigen Vorlesung, aber hier wurde schlussendlich der Schwefel oxidiert. Wir beginnen hier mit der Oxidationsstufe minus 2. Ja, also wenn Sie die Elektronegativitäten von Schwefel und Wasserstoff anschauen, dann haben wir hier die Oxidationsstufe minus 2 oder Sie erkennen es auch direkt hier, weil es hier ein zweifach negatives Anion ist. Ja. Und hier, wenn Sie die Oxidationsstufe im Sulfat bestimmen, da haben wir im Sauerstoff minus 2 und dagegen im Schwefel plus 6. Ja? Also hier findet am Schwefel findet schlussendlich die Oxidation statt. Von der Oxidationsstufe minus 2 zu plus 6, da findet die Oxidation statt, nirgendwo anders. So, jetzt ist es aber so, dass, wie gesagt, Wasserstoffperoxid kann nicht nur als Oxidationsmittel, sondern auch als Reduktionsmittel fungieren. Und das wollen wir Ihnen jetzt mal hier demonstrieren, indem wir eine Kaliumpermanganatlösung, das ist diese Lösung, die Sie im Standzylinder hier sehen, und wenn wir diese Kaliumpermanganatlösung, die muss man erstmal ein bisschen ansäuern, das machen wir mit Schwefelsäure. Da passiert jetzt erstmal noch nichts, aber wenn wir ein Reduktionsmittel hinzugeben, und zwar in dem Fall Wasserstoffperoxid, dann kann man nämlich auch einen schönen Farbverlauf verfolgen. Sie sehen schon, das Ganze wurde deutlich heller oder beziehungsweise hat an Farbintensität verloren. Und ja, das dauert es ein Weilchen oder bleibt es so? Und das, was man auch sehen kann, wobei das kann natürlich, ja doch, man kann schon sehen. Wir sehen auch eine Gasentwicklung und Sie sehen jetzt, dass die Intensität immer weiter abgebaut wird. Also schlussendlich, was wir jetzt hier verfolgen können, ist, dass das Permanganation, was tief violett ist, das wird jetzt in dem Fall reduziert zu Mangan 2 und dabei entsteht auch elementarer, molekularer Disauerstoff. Ja? Das ist auch das, was man jetzt hier teilweise auch sehen kann, diese Bläschenbildung. Ja, also das ist
Das sieht so ein bisschen aus wie sprudelndes Wasser, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also man erkennt da schon deutlich eine Bläschenbildung. Und jetzt wollen wir kurz mal die Reaktion, die Redoxchemie hier verstehen, was jetzt hier genau passiert. Das an der Folie ist die Gesamtgleichung aufgeschrieben. Jetzt ist es aber so, die Gesamtgleichung, die kann man sich schon auch herleiten und es macht auch Sinn, das jetzt nicht komplett so auswendig zu lernen. Vor allem, das sind relativ, ich sage jetzt mal, fast schon komplizierte stöchiometrische Faktoren, bis man da drauf gekommen ist, dass es zum Beispiel 2 Mangan, 6H+, 5H2O2 und so weiter, das ist, kann ziemlich kompliziert werden. Man kann das Ganze allerdings auch so herleiten, dass es deutlich einfacher wird. Und das will ich Ihnen jetzt mal kurz demonstrieren, wie man solche Teilgleichungen aufstellt und wie man dann deutlich einfacher zu solchen, den stöchiometrischen Faktoren hier dieser Gleichung kommt. Ja? Also das, was wir jetzt wissen müssen, wir müssen jetzt nämlich wissen, wo findet die Oxidation statt und wo findet die Reduktion statt. Und jetzt in dem Fall die Oxidation findet statt beim Permanganat. Das Permanganat, das reagiert nämlich zu Mangan 2+. Und wenn Sie jetzt hier die Oxidationsstufen anschauen, das ist das Erste, was man jetzt in dem Fall macht, dann geht man hier von plus 7. Ja, also woher kommt das plus 7? Das kommt daher, weil der Sauerstoff, der hat jetzt in dem Fall minus 2. Minus 2 mal 4 sind 8. Eine negative Ladung muss übrig bleiben, also müssen diese 8 negativen Ladungen durch die Sauerstoffatome durch 7 positive Ladungen des Mangans kompensiert werden, damit wir in der Summe Minus haben. Ja, das ist ein einfaches Anion. So kommt hier die plus 7 zustande. Und bei Mangan 2+, da haben wir einfach die Oxidationsstufe plus 2, weil bei einfachen Ionen, also die nur aus einem Element bestehen, da ist die Oxidationsstufe gleich der Ladungszahl. Das heißt, wenn wir jetzt hier von plus 7 zu plus 2 gehen, brauchen wir jetzt schlussendlich 5 Elektronen. Gesundheit. Halt, jetzt bin ich hier verrutscht, das gibt hier mehrere. Also wir brauchen für das, was ich falsch gemacht habe, Entschuldigung, das ist hier eine Reduktion. Also das ist eine Reduktion, das ist eine Elektronenaufnahme. Und wir brauchen, um von plus 7 auf plus 2 zu kommen, brauchen wir 5 Elektronen. Und das, was jetzt wir hier noch machen müssen, wir haben jetzt hier 4 Sauerstoffatome. Hier auf der Produktseite haben wir gar keine Sauerstoffatome. Wir arbeiten aber in Wasser und folglich, um die Sauerstoffatome hier auf der Produktseite zu generieren, schreiben wir einfach mal H2O hin. Und wie viele H2Os müssen wir hinschreiben? Nun, wir haben hier 4 Sauerstoffatome, also schreiben wir hier 4 Wassermoleküle hin. Und dadurch, dass wir hier 4 Wassermoleküle haben, haben wir insgesamt 8 Protonen generiert. Und die 8 Protonen, die schreiben wir jetzt hier drauf. Ja? So, und damit haben wir eigentlich schon unsere Reduktion vervollständigt. Wenn wir uns jetzt hier die Oxidation anschauen, was wird jetzt hier in dem Fall oxidiert? Und zwar hier wird, wenn wir uns das Wasserstoffperoxid anschauen, H2O2, wie sind jetzt hier die Oxidationsstufen verteilt? Wir haben jetzt hier mit Wasserstoff plus 1, der kann nirgendwo anders hin. Wasserstoff in der Oxidationsstufe plus 1 hat Edelgaskonfiguration, nämlich um Gottes Willen, der hat keine Edelgaskonfiguration, sondern der ist einfach nur ein Proton. Ja? Es ist komplett, verliert sein Proton, hat absolut keine Elektronen mehr. Und folglich die plus 1 mal 2 sind 2 positive Ladungen. Insgesamt muss das Molekül neutral sein. Also haben die 2 Sauerstoffe jeweils minus 1. Das ist die Oxidationsstufe des Sauerstoffs. Und wenn wir uns jetzt hier anschauen, was passiert, wir haben ja Sauerstoff nachgewiesen oder beziehungsweise steht auch schon da, es entsteht Sauerstoff und Sauerstoff hat als Element die Oxidationsstufe 0. So. Und
Jetzt ist es ja so, wir arbeiten im Wässrigen und hier ist ein Wasserstoff. Hier auf der Produktseite haben wir noch keinen Wasserstoff. Wie können wir das jetzt also kompensieren? Das können wir kompensieren, indem wir einfach nur zwei Protonen hinschreiben. Plus, die Protonen müssen jetzt irgendwie kompensiert werden, beziehungsweise eigentlich kann man auch sagen, dass jetzt hier Elektronen ja irgendwo bei der Oxidation werden Elektronen abgegeben. Also sprich, wir müssen jetzt hier noch einfach zwei Elektronen hinschreiben und dann sind wir auch schon fertig. Und so haben wir dann diese vermeintlich komplexe Redoxreaktion in zwei Teilschritte aufgeteilt, nämlich in einer Reduktion, einer Oxidation. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch bilanzieren bzw. aufsummieren, indem man jetzt hier die Anzahl der Elektronen sich anschaut. Wir haben bei der Reduktion 5 Elektronen, bei der Oxidation haben wir 2 Elektronen, die frei werden. Also folglich muss man hier mit dem diese Teilprozesse hier mit 2 multiplizieren und hier mit 5. Das machen wir jetzt mal. Dann folgt hier 2 mal Permanganat plus 2 mal 18, 16 H+. Also ich bin jetzt da oben und jetzt gehe ich wieder hier runter plus 5 Wasserstoffperoxid. Und jetzt gehe ich zur Produktseite. Wir haben 2 mal Mangan 2 plus 8 Wasser. Oben, jetzt komme ich runter, plus 5 mal Sauerstoff plus 10 H+. Die Elektronen, die spare ich jetzt hier aus, weil die kann ich ja im Endeffekt rauskürzen. Und das, was ich auch rauskürzen kann, das sind jetzt in dem Fall, wir haben ja hier 16 Protonen auf der linken Seite, 10 Protonen auf der rechten Seite. Das heißt, wir können die 10 Protonen hier durchstreichen und hier aus den 16 können wir dann entsprechend 6 hinmachen. Das kürze ich sozusagen raus und dann haben wir es, glaube ich, sogar schon, oder? 2 mal 8 Wasser, 5 Sauerstoff, genau, dann haben wir schon. Und jetzt sehen Sie schlussendlich, wie man sich diese stöchiometrischen Faktoren herleiten kann, wenn man die jetzt nicht unbedingt auswendig lernen will. Ja? Genau, so kann man das Ganze dann machen. Okay, ich habe Ihnen ja bereits gesagt, Wasserstoffperoxid wird auch als Bleichmittel verwendet. Und das ist jetzt ein Zeitungsartikel, den lese ich jetzt nicht im Detail vor, aber das können Sie, ich würde Ihnen empfehlen, das einfach mal durchzulesen, weil da wird nämlich genau darauf eingegangen. Das sind Kombinationsverfahren. Sie sehen hier nämlich Wasserstoffperoxid und UV-Strahlen und teilweise auch Ozon. Ja, und das sind eigentlich so die drei größten, ja, ich will mal sagen, Hilfsstoffe oder beziehungsweise Werkzeuge, mit denen man tatsächlich Abwasser behandeln kann. Ja, mit denen man Wasser wieder, also teilweise wird es kombiniert auch eingesetzt. Und das, was jetzt hier AOX-Abbau, Sie sehen hier schlussendlich, wie viel H2O2 in der Einheit Gramm pro Liter hier schlussendlich eingesetzt wird, um dann entsprechend AOX abzubauen. Und was ist AOX? AOX sind adsorbierbare, organisch gebundene Halogene. Es geht ja jetzt gerade aktuell auch wieder durch die Presse, falls Sie es verfolgen, diese PFAS, diese polyfluorierten Stoffe, die... Also wenn Sie, wie gesagt, wenn Sie jetzt einfach mal eine Zeitung aufschlagen oder irgendwelche Online-Journale, dann geht es ja gerade überall durch die Presse, weil die Dinger, es sind Substanzen, die sich relativ schwer abbauen lassen. Und das ist zumindest mal eine Möglichkeit, wie man das machen kann, wobei diese Kohlenstoff-Fluor-Bindungen so inert sind, dass sie selbst unter solchen Bedingungen ja, relativ träge reagieren. Genau, aber schauen Sie, lesen Sie sich den Artikel ruhig mal durch, damit Sie da mal die Bedeutung davon wissen. Und falls Sie diesen Artikel, falls Sie das Wasserstoffperoxid in Umwelt und Synthese, wenn Sie das mal googeln mit diesen Autoren, dann werden Sie hier einen Artikel finden, worüber Sie weitere Informationen zu Wasserstoffperoxid lesen können. Falls Sie das interessiert, will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. So, das war es jetzt mit dem Kapitel Wasserstoffperoxid. Wir beginnen jetzt mit dem nächsten Kapitel. Und zwar Redoxreaktionen.
Also ein Teil dieser Aspekte, die wir jetzt behandeln, was Redoxreaktionen angeht, die hatte ich bereits erwähnt, beziehungsweise das geht genau in diese Richtung. Nur das wird jetzt halt nochmal, wie soll ich sagen, einheitlicher behandelt, ja? Also dass wir jetzt explizit darauf eingehen. Bisher war das ja so, dass wir nämlich den Begriff Oxidation, zumindest historisch gesehen, eigentlich dafür verwendet haben, für Sauerstoffübertragungen. Ja? Also da, wo der Sauerstoff übertragen wurde, da hat man gesagt, dieser Stoff wurde oxidiert. Jetzt ist es allerdings so, wir müssen diesen Begriff der Oxidation, den müssen wir revidieren, in dem Fall erweitern eigentlich besser gesagt, weil es ist nämlich so, es gibt Experimente, da handelt es sich um eine Oxidation, obwohl kein Sauerstoff beteiligt ist. Also Beispiel, wir hatten ihn vor einigen Wochen, hatten wir die Verbrennung von Magnesium, das war ein Magnesiumband, die hatten wir ihn gezeigt zu Magnesiumoxid. Und das war eine typische Oxidation, sprich da wurde jetzt Sauerstoff, wurde jetzt auf Magnesium übertragen und deswegen spricht man von einer Oxidation. Ja. Jetzt ist es aber so, es gibt Oxidationen, da ist wie gesagt Sauerstoff nicht unbedingt notwendig, sondern man kann die Oxidation zum Beispiel auch mit Stickstoff durchführen, indem Sie zum Beispiel in einer Stickstoffatmosphäre, wenn Sie da ein Magnesiumband oder Magnesiumpulver reinlegen, dann werden Sie feststellen, dass sich Magnesiumnitrit bildet. Und dieses Magnesiumnitrit könnten Sie zum Beispiel nachweisen, indem Sie in Wasser das Ganze einleiten, dann bildet sich zum Beispiel Ammoniak. Und aufgrund dessen, dass ich jetzt hier das Magnesium sowohl mit Sauerstoff zu Magnesiumoxid oder aber auch mit Stickstoff zu Magnesiumnitrit hier bildet, und achten Sie bitte auf die gegebene Stechiometrie, das ist wichtig, dass Sie das hier korrekt angeben, muss man schlussendlich den Oxidationsbegriff erweitern. Und wie erweitert man das? Man sagt einfach, Sauerstoffübertragungen sind, Oxidationen sind auch ohne Sauerstoffübertragung möglich, nämlich, wir werden jetzt sehen, sobald sich nämlich Elektronen hin und her shutteln. Also allgemein, wir hatten jetzt diese Reaktion, das habe ich Ihnen ja gezeigt am Beispiel für das, was an der Tafel steht, aber allgemein kann man jetzt sagen, wir haben also ein Reduktionsmittel und ein Oxidationsmittel und da findet eine Elektronenübertragung statt, also das Reduktionsmittel überträgt eine gewisse Anzahl an Elektronen an das Oxidationsmittel und dabei nach Reaktions-, also nach Austausch, nach Wanderung dieser Elektronen, ja, nachdem sich diese zwei Stoffe gegenseitig Elektronen ausgetauscht haben, folgt ein Oxidationsmittel, Ox1, und ein Reduktionsmittel, Re2. Und analog der Säure-Base-Theorie, die wir jetzt am Montag kennengelernt haben, gibt es dann auch Redoxpaare, also das Red1, Ox1 ist und das Ox2, Red2 sind jeweils Redoxpaare. Das ist jetzt die allgemeine Schreibweise. Für ein konkretes Beispiel werden wir noch zu Genüge sehen, aber eins habe ich ja bereits an der Tafel hingemalt. So, dann das, was ich jetzt bereits an der Tafel auch gerade eben gemacht habe. Sie sehen hier dann die einzelnen Schritte. Man kann dann auch, die Oxidation, da wird das Reduktionsmittel, das wird zum Oxidationsmittel oder es wird beziehungsweise zum Oxidationsmittel, dass es hier ein Elektron abgibt und das Oxidationsmittel, das nimmt Elektronen auf, wird also selbst reduziert und wird zu einem Reduktionsmittel. Und wenn man das Ganze dann hier aufsummiert, so wie ich das an der Tafel demonstriert habe, dann ist die allgemeine Vorgehensweise diese Gleichung, die Sie hier unten sehen können. Und entsprechend gibt es natürlich auch die Analogie zu Säure-Base-Paaren. Also in der Chemie gibt es eigentlich grundsätzlich diese zwei Reaktionsklassen. Entweder handelt es sich um eine Protonenübertragung, so können sich neue Bindungen bilden und auch neue brechen, oder aber um eine Elektronenübertragung. Also in diese zwei Töpfe kann man grundsätzlich eigentlich Umwandlungen von Materie eigentlich einteilen. Ja? Also es gibt entweder Protonenübertragung oder Elektronenübertragung. Sehr häufig, vor allem in biologischen Systemen, sind diese zwei Klassen an Reaktionen sogar verknüpft, sodass dann beides gleichzeitig stattfindet. Aber diese zwei Möglichkeiten gibt es grundsätzlich. So, auch wenn ich das jetzt zum Teil bereits gemacht habe, aber jetzt hier vielleicht nochmal aufgelistet, wie geht man vor, um Oxidationsstufen zu bestimmen? Das ist eigentlich eine relativ wichtige, Auflistung an Möglichkeiten. Also wie bestimmen Sie Oxidationszahlen in chemischen Formeln? Das war genau das, was ich jetzt bisher mit den Sauerstoffen und Durchzählen und so weiter gemacht habe.
Jetzt hier nochmal die allgemeinen Regeln, die will ich jetzt nochmal doch durch vorlesen, weil die halt wichtig sind. Aber wichtiger ist eigentlich, dass Sie das Ganze üben, ja, dass Sie diese Regeln oder beziehungsweise diese das ist eine Art Handlungsanleitung, wie Sie das bestimmen, dass Sie das an konkreten Beispielen üben. Also in allen Modifikationen von Elementen haben alle Atome die Oxidationszahl 0. Was meint man mit Modifikationen? Da hatten wir ja schon mehrere Beispiele. Beispielsweise ein Sauerstoffatom, ein Sauerstoffmolekül, ein Disauerstoffmolekül oder auch Ozon bzw. O3. Das sind ja alles Modifikationen oder auch Allotrope. Also alle diese drei, die hätten jetzt die Oxidationszahl 0. Ja, das meint man damit. Dann in einatomigen Ionen ist die Oxidationszahl gleich der Ionenladung. Da hatten wir jetzt gerade eben auch ein Beispiel. Wir hatten nämlich das Ion Mangan 2+. Das ist jetzt immer noch hier drin, nur das ist halt nicht mehr farbig. Das ist jetzt hier komplett farblos, wie Sie hier sehen können. Und Mangan 2+ hat gleichzeitig die Oxidationsstufe +2, weil es ist ein einatomiges Ion, wo Sie hier sehen. Dann die Summe aller Oxidationszahlen in einem Molekül oder Ion ist gleich der Gesamtladung. Das war genau das, was ich verwendet habe. Diese Regel habe ich verwendet, um die Oxidationszahlen im Permanganat zu bestimmen, weil ich gesagt hatte, Permanganat ist selbst einfach negativ und Sauerstoff ist in dem Fall -2 und Mangan muss dann +7 haben. Das war genau diese Regel. Dann Wasserstoff hat in allen Verbindungen mit Nichtmetallen, das ist wichtig, die Oxidationszahl +1 und in Verbindungen mit Metallen die Oxidationszahl -1. Das sollten Sie sich auch merken, wobei die Verbindungen des Wasserstoffs mit Metallen, das sind sogenannte Hydride. Ich glaube, da werden Sie eigentlich nichts damit zu tun haben, beziehungsweise wir hatten das ganz kurz bei Wasserstoff, weil Metallhydride, das haben Sie vielleicht auch in der Presse mitbekommen, die werden teilweise als Wasserstoffspeicherkandidaten diskutiert und da gibt es auch große Forschungen. Bleibt abzuwarten, ob sich da irgend so eine Technologie durchsetzen kann mit den Metallhydriden. Aber wie gesagt, also sollten Sie jemals ein Metall, also es gibt sowas wie zum Beispiel Eisenhydride oder Kobalthydride, also die Verbindung zwischen Eisen und Wasserstoff. Und wenn Sie so eine Kombination sehen, oder es gibt zum Beispiel auch Natriumhydrid, das ist ein Reagenz, das ist relativ gebräuchlich, vor allem in der organischen Synthese, dann sollten Sie das damit assoziieren, dass der Wasserstoff hydridisch ist, sprich er hat die Oxidationsstufe -1, nicht wie in vielen organischen anderen Verbindungen die Oxidationsstufe +1. Genau, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und dann eine weitere wichtige Sache ist, dass der Sauerstoff, der hat normalerweise die Oxidationszahl -2 in den meisten Verbindungen. Es gibt aber Ausnahmen, beispielsweise in Peroxiden, also Wasserstoffperoxid, so wie wir gesehen haben. Und das können Sie sich so merken, immer sobald Sie zwei benachbarte Sauerstoffe, also zwei Sauerstoffe, die direkt miteinander verknüpft sind, und dann natürlich nicht nur die Sauerstoffmoleküle, sondern immer wenn es dann weitergeht, also wenn Sie wie beim Wasserstoff, also in die allgemeine Schreibweise vielleicht so, OO und dann R mit R ungleich H, also immer wenn Sie sowas hier sehen, OO und dann R mit R ungleich H, dann müssen Sie hier, das sind Peroxidverbindungen oder Peroxoverbindungen genannt und da hat der Sauerstoff immer die Oxidationsstufe -1. Ja. So, und da wo der Sauerstoff nämlich auch nochmal, das ist eine Ausnahme, das ist in der Kombination, wenn Sie eine OF-Bindung sehen, dann müssen Sie gemäß der Elektronegativitätsdifferenz müssen Sie beurteilen, wer kriegt die Elektronen. Und Sie sehen, dass das Fluor deutlich elektronegativer ist. Was heißt deutlich? Aber es reicht schon eine geringfügige Differenz im Vergleich zu Sauerstoff. Sprich, der Fluor kriegt dann die Elektronen. Folglich wäre in einer solchen Konstellation eine OF, hätte der Sauerstoff eine positive sogar Oxidationsstufe, ja, je nachdem, was da sonst noch für einen Rest an dem OF dranhängt. Okay, dann müssen wir zwei weitere Begriffe einführen, die wichtig sind und die Ihnen was sagen sollten. Und zwar haben wir die, im Endeffekt, das ist immer noch eine Redoxreaktion, aber wenn das Reduktionsmittel gleich dem Oxidationsmittel ist, dann spricht man von einer Disproportionierung.
Ja? Also wir hatten jetzt gerade eben eine Disproportionierung, falls Sie sich erinnern, das war jetzt gerade, die hatte ich vor ein paar Minuten, das war das Wasserstoffperoxid. Wasserstoffperoxid kann nämlich zersetzt werden in Wasser und molekularem, elementarem Sauerstoff. Sprich, es wird aus einer einzigen Oxidationsstufe im Edukt, werden zwei unterschiedliche Oxidationsstufen im Produkt, und das nennt man entsprechend Disproportionierung. Also die allgemeine Form, das sehen Sie hier, wenn Reduktionsmittel gleich Oxidationsmittel ist und zwei unterschiedliche Oxidationszahlen resultieren. Sie sehen das hier an der Z-Achse, zwei unterschiedliche, also wir haben hier eine und hier eine, auf der Höhe hier zwei unterschiedliche Oxidationszahlen, dann nennt man das Ganze Disproportionierung. Ist also eine Sonderform der Redoxreaktion. Wenn man dagegen auf der Produktseite genau die gleiche Oxidationszahl hat oder genau den gleichen Stoff in dem Fall hat, dann sagt man das Ganze eine Symproportionierung oder Sinproportionierung oder manchmal auch Konproportionierung genannt. Das sind alles Synonyme, die die gleiche Bedeutung haben. Genau, nur von der Nomenklatur, das sollte Ihnen halt entsprechend was sagen. Also Disproportionierung und Sinproportionierung. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Also jetzt hier das Manganat. Das will ich Ihnen mal kurz hier aufzeigen. Okay, also wir haben jetzt hier die Oxidation, und zwar das Manganat. Das ist MnO42-. Das kann jetzt hier zum Permanganat oxidieren, und eine Oxidation bedingt ja eine Elektronenabgabe, folglich Plus e Minus. Wenn wir uns jetzt hier die Oxidationszahlen anschauen, also der Sauerstoff hat minus 2, minus 2 mal 4, weil wir haben ja 4 Sauerstoffatome, das heißt, wir haben insgesamt die Ladung minus 8. Und wir brauchen allerdings zwei negative Ladungen, die übrig bleiben, damit die Gesamtladung des Manganats richtig beschrieben werden kann. Folglich muss das Mangan hier die Oxidationsstufe plus 6 erhalten. Ja? Und wenn wir uns das Permanganat anschauen, also hier ist wieder genau das gleiche Spiel, minus 2 für den Sauerstoff, und das hatten wir bereits bestimmt, dann haben wir entsprechend plus 7 für das Mangan. Also wenn wir jetzt hier die Oxidationsstufenänderung anschauen, von plus 6 auf plus 7, dann handelt es sich um eine Oxidation um ein Elektron. Wenn wir uns jetzt hier die Reduktion anschauen, dann starten wir wieder in dem Fall von Manganat. Jetzt ist es aber so, es bildet sich durch Reduktion des Manganats, bildet sich nicht Permanganat, sondern es bildet sich Braunstein, nämlich MnO2. Ja? Und wenn wir jetzt uns wieder hier die Oxidationsstufen anschauen, also der bleibt hier natürlich bei plus 7 wieder, und das Braunstein MnO2 hat die Oxidationsstufe minus 2 für den Sauerstoff, und folglich muss dann das Mangan die Oxidationsstufe 4 erhalten. Ja? 4 für das Mangan. Das heißt, wir benötigen jetzt hier für die Reduktion 2 Elektronen. Und jetzt muss man hier wieder ein bisschen ausgleichen. Wie kann man sich das merken, oder beziehungsweise wie sollte man da vorgehen? Sie sehen hier 4 Sauerstoffe, hier sehen Sie 2 Sauerstoffe. Das Ganze findet ja in Wasser statt, das heißt, wir kompensieren oder wir gleichen schlussendlich mit Wasser aus. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie viele Wasser brauchen wir denn? Das ist eigentlich relativ einfach, weil wir haben hier 4 Sauerstoffe. Hier haben wir nur 2 Sauerstoffe, also brauchen wir auch 2 Wasser, damit der Sauerstoff kompensiert oder ausgeglichen ist. Und dadurch, dass wir jetzt hier 4 Wasser hingeschrieben haben, zwei Wasser hingeschrieben haben, haben wir 4 Protonen generiert, die irgendwie kompensiert werden müssen. Und die schreiben wir jetzt schlussendlich dann hier auf die Eduktseite mit drauf. Ja, und wenn man das Ganze dann hier bilanziert, zusammenschreibt, dann stellt man fest, wir haben ein Elektron, ist bei der Oxidation frei geworden. Wo ist dieses Elektron hingegangen? Das ist genau hier zum Manganat hingegangen bei der Reduktion. Sprich, wir müssen dann hier mit 2 multiplizieren und hier mit 1. Und wenn Sie das hier machen und zusammenaddieren, landen Sie genau in der Summenformel, in der Reaktionsgleichung, die da oben genannt ist.
So viel zur Disproportionierung, dass Sie mal ein Beispiel gesehen haben. Okay, das Ganze kann man auch als Symproportionierung machen. Ich überlege gerade, ob soll ich das so ausführlich nochmal machen, aber ich glaube, das steht ja im Endeffekt schon da. Also Sie sehen hier in dem Fall, Chlorid wird zu elementarem Chlor oxidiert und die Reduktion des Hypochlorid wird schlussendlich auch zum Chlor reduziert. Also Sie sehen hier ein Beispiel für die Symproportionierung. Ja, das mache ich jetzt mal nicht so ausführlich. Ich denke, das kriegen Sie hin, dass Sie das so Schritt für Schritt quasi sozusagen sich herleiten können und die entsprechende Gesamtreaktion. Dann ein weiterer Begriff, der eingeführt werden soll, ist der des Redoxamphoters. Was versteht man unter einem Redoxamphoter? Da ist jetzt hier als Beispiel das Wasserstoffperoxid wieder gezeigt. Wir haben jetzt hier, wie Sie hier sehen, eine Oxidation des Wasserstoffperoxids, wenn man Wasserstoffperoxid oxidiert. Vielleicht können Sie sich das auch so merken, wenn Sie sich die Frage stellen, was wird denn überhaupt, also wenn Sie Wasserstoffperoxid oxidieren, was kann denn überhaupt oxidiert werden, dann und gleichzeitig mit dem Hintergrund wissen, dass Wasserstoffperoxid H2O2, ja, also wenn Sie sich jetzt hier die Oxidationsstufen hier mal anschauen, wir haben hier minus 1 und hier plus 1, also das Einzige, was oxidiert werden kann, ist in dem Fall nur der Sauerstoff, weil nur der Sauerstoff hat ja überhaupt Elektronen. Der Wasserstoff, der hat ja keine Elektronen, die er abgeben kann. Folglich kann bei einer Oxidation von Wasserstoffperoxid nur Sauerstoff schlussendlich entstehen oder nur der Sauerstoff kann oxidiert werden. Und das kann man sich vielleicht so merken eigentlich. Also dass bei einer Oxidation, wenn Sie zum Beispiel jetzt, also angenommen, Sie würden nicht wissen, ja, da ist jetzt Wasserstoffperoxid und Wasserstoffperoxid wird oxidiert. Was entsteht dabei? Dann können Sie sich die Frage stellen, was kann denn überhaupt nur oxidiert werden? Und der Wasserstoff kann gar nicht oxidiert werden, sondern nur der Sauerstoff. Also folglich kann dann entsprechend nur Sauerstoff hier entstehen. Wie Sie hier sehen, also das Ganze kann dann auch reduziert werden bei der Reduktion des von Wasserstoffperoxid, da könnten grundsätzlich zwei Sachen entstehen. Also Sie könnten eigentlich auch den Wasserstoff reduzieren, passiert hier in dem Fall aber nicht. Sie reduzieren dann schlussendlich den Sauerstoff und dann entsteht dabei Wasser. Und wenn das Ganze halt in ein und derselben Verbindung passiert, dann spricht man hier von einer Redoxamphoterie, so wie Sie hier sehen können an diesem Beispiel, dass jetzt also hier in dem Fall analog zu Säure-Base-Amphoterensystemen, dass jetzt hier auch bezogen auf die Redox-Eigenschaften, bezogen auf die Oxidationsstufen eine Amphoterie vorliegen kann, also dass der Sauerstoff, wie Sie hier sehen, sowohl oxidiert werden kann, als auch reduziert werden kann. Ja. Eine weitere Sache. Jetzt ist die Frage, ob das hier noch reicht. Ich bräuchte, glaube ich, noch 5 Minuten, aber die Uhr geht ja vor. Wie viel habe ich denn noch? Ja, das wird wahrscheinlich knapp. Ich glaube, das machen wir am Montag. Aber vielleicht die Einführung, also Redoxprozesse, das MO-Schema, das, was denn an der Tafel steht, das machen wir dann am Montag weiter. Also Redoxprozesse, die spielen ja vor allem in biologischen Systemen eigentlich auch eine wichtige Rolle. Jetzt nicht nur in der, sage ich mal, Laborchemie, die wir Ihnen immer wieder hier demonstrieren, sondern also wenn Sie jetzt hier ein Sauerstoffmolekül spalten wollen, also der Oxidationsprozess, also der energiegewinnende oder ein großer Teil der energiegewinnenden Reaktionen, die bei uns Menschen so stattfindet, also ein Prozess der Atmung, dass wir nämlich Sauerstoff und Kohlenwasserstoffe schlussendlich nehmen, um diese zu Energie zu gewinnen, da ist eine Bindungsspaltung erforderlich. Ja? Also Sie müssen aus einer OO-Bindung, so wie wir sie im Sauerstoffmolekül kennengelernt haben, das müssen Sie sukzessive, wie Sie sehen, reduzieren. Und da spielt überall Redoxchemie eine Rolle. Ja? Also Sie packen hier schlussendlich zum O2-Molekül ein Elektron. Das wird dann zum sogenannten Superoxid-Radikalanion. Das ist dieses Teilchen hier. Dann kann durch eine weitere Elektronenaufnahme kann Wasserstoffperoxid entstehen. Und erst nach der dritten Elektronenaufnahme findet dann schlussendlich der Bindungsbruch statt. Also OO, die Bindung wird gebrochen. Es bildet sich ein Wasser und ein Hydroxylradikal. Ja? Und danach, durch eine weitere Elektronenaufnahme, bilden sich dann schlussendlich zwei Wassermoleküle. Und wie das Ganze mit dem MO-Schema
gekoppelt ist und welche Konsequenz das im O-Schema hat, das schauen wir uns am Montag an. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ciao.